Sag nochmal was gegen mich als... Patrick, der Orientierungslose. Okay. Warte, erstmal eine Melone essen. Oh nein! Ich kann... Hä? Okay. Ich bin gerade im Portal gebackt. Achso, könnte auch daran liegen, dass ich auf F statt auf D gedrückt habe. Und deswegen nicht rübergelaufen bin. Das macht... Das hat sogar ein Blaze gedroppt, so eine Lohnroute. Da ist sogar ein Lohnspawner. Hier. Ja, ja. Stimmt! Anscheinend macht den Licht nichts aus. Die Sniper. Warte, ich treffe den. Und tot. Nö, nee, eigentlich nicht. Jetzt ist er tot. Oh Gott, da ist noch einer. So, jetzt da entlang. Bist du dir ganz sicher? Oh, Wither! Oleg. Warte, hinter. Renn! Die verfolgen uns. Komm her. Der eine hat den anderen umgebracht. Geil. Auch stark. Auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall eine gute Tour, die auf jeden Fall sehr, sehr chaosreich war. Man hat's gemerkt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir rennen jetzt zurück und dann passen. Hi! Ah, wieder anwesend. Sorry. Ugala. Bist du schon den Weg weitergelaufen? Nee, ich bin hier. Achso. Oh. Hab dich gar nicht gesehen. Direkt vor dir. Hallo. Sollen wir eine Challenge machen? Okay. Challenge, okay. Da bin ich bereit für. So, wir ziehen uns komplett aus und rennen so zurück. Okay. Warte. Die, wir haben keine Rüstung, Challenge. Richtig. Kreativer Name. Okay. Oh Gott, wenn der Typ mich einmal trifft, beeil dich mal. Warte. Waffen sind auch nicht erlaubt, habe ich gehört. Ich stell mich mal hier hin. So, ich benutze so, zack, nur meine Diamantshop. Ah, scheiße, das geht noch nicht. Ich muss noch ein bisschen clearen. Gut. Moment, noch eine Sache. Schieß doch. Oh nein. Und los! Hilfe! Okay. Zum Glück brennt man da nicht so lange. Eigentlich war es eine dumme Idee. Ja, Hilfe. Du bist ja noch Und wir versuchen mal nicht zu essen. Und ja, das hättest du früher sagen können. Ich kann schon nicht mehr regenerieren. Aber wenn hier keine Ghasts oder so rumgammeln, dann ist okay. Vorher jetzt müssen wir Challenge über natürlich noch ein bisschen aufweiten, ausweiten. Womit denn? Indem wir einen Pigman schlagen. Achso, ups, essen sollten wir. Nee, das machen wir lieber nicht. Dann ich sterben glaube, wir auf jeden Fall. Tödlich. Ich bin noch kein einziges Mal in Minecraft-Dorf gestorben. Und das will ich eigentlich so weiter behalten. Wirklich? Noch nie? Noch kein einziges Mal am Anfang? Nee. Ah, nee, wollte keines, wollte ja, keines, ja, da kann ich mich noch falsch an. Immer von seinen kleinen Türmchen da beim Bauen. Ich kann nicht mehr sprinten. So. Das war geil. Kannst du immer sprinten? Aber nur so, dass ich sprinten kann. Ich glaube, es war sowieso mein letztes Essen. Lalala, da werde ich überholt. Ja, genau. Genau. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Warte, jetzt musst du warten. Okay. Hast du noch was? Ja. Ich hab nichts mehr. Oh, da, so, jetzt. Da ist der Bogen gespannt. Ah. Ja, mach ruhig. Du kannst ruhig umbringen. Hast du gemacht? Nein. Soll ich? Ja, mach. Okay, ich schieß jetzt einen an. Oh mein Gott. Es geht los. Nein. Nein. Ey, das war voll gemein. Ich dachte nicht, dass von oben auch welche kommen. Deswegen habe ich nicht gehört.
dachte, ich hätte einen kleinen Vorsprung. Ich habe natürlich gemacht, weil ich weiß, dass ich sterbe. Ja. Achso, sind die jetzt immer noch aggressiv, denkst du? Ja, ist ja egal, du hast eh deine... Bist eh gestorben, oder? Oh ja, sind die. Ah ne, sind die nicht, doch sind die. Okay. Jetzt geht's los. Patrick auf der Suche okay. Nach seinen Sachen. Okay, warte, das krieg ich noch hin. So, Patrick bei der nächsten Tour. So, ich habe hier noch ein bisschen Rüstung in meinem Ding gehabt. Ja, also so ist ja nicht. Ich gehe nicht ganz ungerüstet rein. Okay. Next try. Ich mach mal wieder Tarn. Oh damit. Gott! Die kommen hier auf der Overworld schon entgegen. Hilfe! Oh. Also, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich wäre hundertprozentig gestorben. Das glaube ich auch, vor allem ohne Rüstung. Ja. Ah. Ja, Patrick wollte es gern spannend haben. Oh Gott. Okay. Ja. Nein. Oh, Hilfe. Ich will hier einfach nur durch. Nein, ich will hier einfach nur durch. Ich will hier... Nein. Aber ich habe es schon ein Stück weiter bekommen. Du könntest... Und dann stirbst du wieder und dann wieder zurück. So. Jetzt wird mein nächstes Diamantschwert draufgehen. Oh leck, die kommen jetzt schon, die kommen! Oh, die kommen. Nein! Ich sterb hier schon fast. Ey, da sind so viele bei diesem Portal. Oh Gott. Warte mal, ich geh mal in Game Mode rein und guck ich mal zu. Hier kann er, dann filme ich nochmal hier so. Okay, ich guck zu. Patrick ist, auf also, der Mission. Ich hab jetzt schon nur noch vier Herzen. Hilfe. Ich renn. Oh Gott. Oh, warte. So, jetzt geht's. Ja. Meine Sachen. Nein. Oh Mann. Also mit dem Gear sollte ich es jetzt eigentlich schaffen. Hoffe ich nicht. Wieder ohne Rüst. Vor wie aggressiv die einfach sind, ne? Ja, vor allem wie viele da einfach sind, Mann. Ich bin schon da. Ich auch. Oh, okay, nein. Alle Sachen aufsammeln? Das leckt ja übelst bei mir. Ja, bei mir auch. Oh Gott. Nein, nein. Ich will hier einfach nur raus, Mann. Oh, das leck. Sind so viele. Oh, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Bitte, hilf mir. Nein, 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 nein. Nein. Oh nein, ich hab nur noch so wenig Leben. Und jetzt renne ich hier richtig weit weg. Ich sehe es. Klug. Oh oh. Also eine Perspektive lasse ich mal rechts unten mal einblenden. Guck ich mal, ob ich das hinkriege. Habe ich den Bogen aufgesammelt, habe ich. Ich habe keine Pfeile aufgesammelt. Nein. Oh nein. Oh, da vorne sind die nächsten. Ja, renn zurück und versuch die auszutricksen. Oh Gott. Ja, da sind ganz wenige hinter dir. Oh. Nein, 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 nein. Du kannst zurückrennen eigentlich, du kannst zurückrennen. Du kannst jetzt eigentlich zurückrennen, okay. Da sind weniger. Das kommt dahin, das kommt dahin. Das ist nochmal sehr, sehr spannend zum Ende. Okay. Jawohl. Ja, jetzt dürft relativ safe sein. Ich hab... Okay, so viel dazu. Ich hab kein Essen mehr und bin noch... Nein! Nein! Ja, ich kann jetzt auch nicht einfach... Ah, die haben hier Rotten Flash. Droppen die dann. Ne? Das wird schon. Okay. Huiuiui. Ist wahrscheinlich die Hälfte von den Sachen einfach weg. Ne, die müsste eigentlich mal aufgesammelt haben, oder? Ja. Ja doch, die liegen hier noch. Kannst du noch hier noch ein paar Gas und nee, noch ein paar umbringen? Oh! Oh oh. Geh weg! Ja, schön. Da sind noch Sachen, da sind noch Sachen. Die Dia-Hose hätte ich ganz gerne noch. Ja, sehr schön. Autsch. Okay. Ich glaube, ich habe wieder das Wichtigste. Ja, doch, da liegt nur noch Eisenschuhe.
Oh, da kommt jemand! Bitte, schnell durch. Ah, oh, geschafft. Oh Gott. Nein! Jetzt sterbe ich nicht hier noch. Zwei Herzen. Das wäre so geil gewesen. Wahrscheinlich läuft hier jetzt noch irgendwo jemand draußen rum. Okay. Okay. Gut. Das war auf jeden Fall ereignisreich. So, ja. Jetzt mach ich da Game Mode raus. Also das war echt eine beschissene Challenge. Ja, Mann. Obwohl lieber lustig. Ich dachte nicht, dass mir da welche direkt entgegenkommen. Das war so ein bisschen. Also ich bin schon durchgelaufen, ne? Und als du gesagt hast, mach doch, habe ich gerade eben erst gesehen, dass da so viele vorbeilaufen. Und du hattest einfach gar keine Chance. Das waren locker 15 Stück. Ich war also gefühlt One-Hit. Ja. Also das war echt krass. Dann hast du die ganzen Sachen geopfert. Wissen ist zu wissen, wo Wissen steht. Buchs Patrick, Seite 4. Das ist korrekt. Patrick Mega Man Haus. Na gut, dann. Ja, dann würde ich sagen, oder sollen wir es jetzt schon mal sagen, was mit dem Projekt ist? Wir können es eigentlich schon mal kurz anteasern hier. Dann mach's. Es ist folgendes. Wir haben die Dschungeltour hier so ein bisschen so als den unglaublich spannenden krönenden Abschluss geplant, mehr oder weniger. Keine Sorge, es ist jetzt nicht die letzte Folge gewesen, aber die nächste wird vermutlich die letzte sein. Genau. Also wir haben uns mal, also gerade weil wir beide also ziemlich noch aktiv waren an dem Projekt, die anderen hatten einfach ja keine Zeit mehr gehabt, wirklich an diesem Projekt regelmäßig teilzunehmen. Ja, haben wir uns, also wie kann man das sagen? Also ich habe es ja einmal schon mal angesprochen, wir haben es ja, ich glaube, ich weiß nicht wann das war, das habe ich auf jeden Fall in der letzten oder vorletzten Mal angesprochen, grob, dass wir beide darüber ja gesprochen haben, weil wir halt beide lange nichts mehr gebracht haben von diesem Projekt. Und ich finde dieses Projekt eigentlich ganz cool. Also mir hat das Projekt auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber dazu werden wir in der nächsten Folge darauf genauer eingehen, was wir zu dem Projekt denken, wie so die Ansätze waren, können wir ein bisschen erzählen. Genau. Und aber wir schauen uns auch nochmal alles an, was wir hier so gebaut haben. Genau, also das war wie gesagt als Abschluss geplant und wir haben das halt sehr, sehr lange, weil man hat es schon an dem Termin gemerkt. Ihr seht jetzt natürlich sehr viele Folgen, aber wir haben heute einfach sehr viel Zeit gehabt, beide, weil mal hat es bei mir nicht gepasst, mal hat es bei dir nicht gepasst. Ne? Und ich sag mal, es ist jetzt nicht mehr so wie früher, wo wir vielleicht so 16, 17 waren, wo wir halt Schüler waren, wo es einfach... Genau, da ist easy, da hat man den Nachmittag über nicht viel zu tun. Dann passt genau. Aber... Zeiten ändern sich. Ja. Dann sieht man auch, dass wir alt und schrumpelig werden. Ja, also wir hören ja nicht auf mit YouTube aus, also wir machen ja weiter, so wie es halt geht. Wir machen ja YouTube weiterhin aus Spaß, das gibt's auch noch. Und ich denke mal, also natürlich projektmäßig sieht's bei uns ein bisschen schwieriger aus, was zu machen, weil als wir angefangen haben mit YouTube, haben wir echt sehr viele Projekte gemeinsam gemacht. Genau, ne? Mario Kart, Nintendo, Minecraft. Und Minecraft. Ja, Minecraft, genau. Genau, und bei Wrestling kann ich leider nicht mitreden, muss ich ehrlich gestehen. Genau, und bei dir ist es so wie Pokémon, da kann ich auch gar nichts sagen. Also wir hatten sehr viel geplant eigentlich, aber es kam halt einfach mit der Zeit einfach zusammen, weil halt viel passiert ist, ne? Wir haben beide unser Abi geschafft dieses Jahr. Und ja, Voltokan kann ich auch noch so viel sagen, hat auch sein Abi gepackt dieses Jahr. Und der Frails wird es auch noch packen, kann man so viel sagen. Also alle Abiturienten und ich sag mal Berufsleben, ne, da wird es halt nicht so viel Zeit geben und da ist natürlich sehr, sehr blöd einfach, dass es halt natürlich so endet, aber ich finde es besser so, dass wir halt jetzt diese Tour gemacht haben. Ich werde da eigentlich mal was Schönes hinkreieren, mal gucken, wie es vom Schnitt her wird. Und das war auch ein Problem für mich, warum ich lange kein Dorf gebracht habe. Oder da drehen wir in der nächsten Folge, was so mein Problem genau, was wir müssen. Können ja die abschließenden genau. Sachen noch dann nächstes Mal klären. Ja, ich habe so, vielleicht machen wir mal so, dass wir vielleicht die nächste Folge mal alles zeigen und danach die abschließende Folge quasi unsere Abschiedsworte sagen. Einfach mal ein bisschen über das Projekt reden und so. So als kleiner Talk letztendlich. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten, bitte übernächsten Folge. Also wir haben noch zwei Folgen, werden wir noch drehen. Und dann würde ich mal sagen, schließen wir dieses Projekt dann ab. Ja, dann danke fürs Zusehen, wer es bis hierhin ausgehalten hat. Und... wir sehen uns dann hoffentlich noch beim nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao. Tschüss.